Da sieht es so aus, als wäre die Haltung der Getaways völlig unproblematisch. Täuschen die Bilder? Nein, die Bilder täuschen überhaupt nicht. Galloways werden in unterschiedlichsten Arten und Weisen gehalten. Sie können Galloways auf normalem Weideland halten, ganz egal, ob sie ganz fette weiden oder ob es etwas magerer zugeht. Das ist eben auch der Vorteil dieser niedrigen Grunderhaltungsbedürfnisse. Wir setzen viele Galloways im Landschafts- und Naturschutz ein, weil sie dort einfach gut zurechtkommen, mit schwierigen Bedingungen gut zurechtkommen und weil sie dort auch den Vorteil ausspielen können, dass sie 365 Tage im Jahr draußen sind und dass sie einfach keine Stallungen brauchen. Es reicht, wenn sie einen Windschutz haben und eine trockene Stelle zum Liegen. Reden wir über das Fleisch. Das ist ja nun nicht ganz uninteressant bei Fleischrindern wie den Galloways. Was macht das so besonders? Das Galloway-Fleisch ist etwas ganz Besonderes. Es ist feinfaserig und schön marmoriert. Es ist intramuskulär mit ganz dünnen Fettschichten ausgestattet, die als Geschmacksträger dafür sorgen, dass wir eben dieses exklusive Fleisch haben. Und für solches Fleisch erzielen wir speziell in der Selbstvermarktung auch hervorragende Preise. Wir vermarkten in vielen Familien heute dieses Fleisch in 10 oder 12 Kilo Paketen, sodass es auch für Familien mit nicht so großen Kühlschränken gut verbrauchbar ist. Und bei diesen Preisen, die dann per Kilo im Fleischpaket 10 bis 12 Euro erzielen, erzielen wir für einen Bullen 2.500 bis 2.700 Euro und für eine Ferse auch immer noch 1.750 Euro. Und das ist hochinteressant. Jetzt haben wir ja dieses knuddelige Kalb hier, ne? Der so aussieht, oh, genau, jetzt auch was sagt, Dankeschön, Pearl, dass man den so mit nach Hause nimmt und den ganzen Tag nur knuddeln kann. Inwiefern kann man an ihm denn schon erkennen, dass das mal ein prachtvoller Galloway-Bulle wird? Ja, Pearl ist tatsächlich ein richtiger Prachtkerl. Er ist jetzt gerade 7 Monate alt und er ist der Beweis, dass Siegermutter und Siegervater auch Siegerkälber produzieren kann. Er geht nämlich ganz klar in diese Richtung. Den gleichen Beweis brachte seine Mutter auch. Der Vater der Mutter war der legendäre Bulle Bismarck, der 5-mal Landes- und Bundessieger war. Die Mutter Comtesse war 3-mal Landes- und 3-mal Bundessieger. Und auch hier unsere Celine war 3-mal Landes- und 3-mal Bundessieger. Preisgekrönte Kühe, preisgekrönte Rinder der Rasse Galloway. Haben wir hier auf der Bühne und müssen wir jetzt aber leider wieder verabschieden, weil hier eine Fleischrinderrasse die andere quasi jagt. Vielen Dank an Volker Menke. Ja, Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über diese interessante Rasse, besuchen Sie uns drüben im Bereich des BDF. Herzlich willkommen. Dankeschön. Georg Menke und Celine und der kleine süße Bulle Pearl verlassen die Bühne und haben jetzt wieder frei. Ich finde das jedes Mal toll, wie die das machen hier auf der Bühne.